Und wenn die Schule gekommen sind, war eins, Heil Hitler. Wenn man sagt, raus, wieder rein, Heil Hitler. Wie präsent war Hitler in deiner Kindheit? Guter Mann für uns gewesen. Man hat nicht gewusst, was alles kommt. Nicht? Und dann hat man gesehen, wie der Hitler unten vorbeigefahren ist und gewunken hat. Da, nicht? Das war dann, wo ich ihn dann auch mal gesehen habe. Nicht? Glaubt man denn als Kind, wenn einem gesagt wird, dass die Juden schlecht sind? Stell dir vor, du wächst hier in Deutschland auf. Adolf Hitler ist an der Macht und um dich herum schlagen Bomben ein. Genau das hat Walter erlebt. Er ist nämlich im Zweiten Weltkrieg groß geworden und hat mir heute seine Geschichte erzählt, die unfassbar spannend war. Und ich habe wieder gemerkt, dass wir diesen Zeitzeugen viel mehr zuhören müssen. Und wenn ihr da draußen mir helfen wollt, dann schaut euch um, überlegt, wer hat solche wichtigen geschichtlichen Ereignisse erlebt und schreibt mir ihre oder seine Geschichten. Und ich versuche wirklich alles, dass das alles niemals in Vergessenheit gerät. Aber bevor es mit dem Video heute losgeht, kommen wir erstmal zum Faktencheck. Der Zweite Weltkrieg dauerte insgesamt 6 Jahre, von 1939 bis 1945, und war der bisher größte und verlustreichste Konflikt der menschlichen Geschichte. Rund 3,5% der Weltbevölkerung starb durch die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs. Das sind ungefähr 75 Millionen Todesopfer. Zu den Opfern gehören die etwa 6 Millionen von den Nazis ermordeten Juden. Das war's mit dem Faktencheck. Ihr habt noch eine Aufgabe. Aktiviert diesen YouTube-Kanal, um keines dieser Videos mehr zu verpassen. Abonniert die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Das Ganze ist kostenlos. Ihr unterstützt mich wirklich unfassbar damit. Und ich würde sagen, wir haben jetzt auch genug geredet. Wir gehen los und treffen Walter. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo, Walter. Ich bin der Walter. Ich grüße dich. Und ich möchte dir was vom Krieg erzählen. Ja, deshalb bin ich heute hier. Jawohl. Ich habe gehört, du hast da was erlebt. Und ja. Darüber wirst du mir heute was erzählen. Das freut mich, dass ihr gekommen seid. Dankeschön. So. Danke, dass wir bei dir hier zu Gast sein dürfen, mein bitte, Lieber. Bitte, bitte. Nichts zu danken, gern geschehen. Geht's dir denn gut soweit? Ja, soweit geht mir's gut, bis auf die Füße. Bis auf die Füße. Da warst du ja den Rollator. Der Rollator, ja. Großartig. Alles klar. Walter, ich werde dir heute ein paar Fragen stellen. Ja. Das mache ich in der Regel. Und wenn es dort irgendwas gibt, was du nicht beantworten möchtest, weißt du, dann musst du das nicht beantworten. Jawohl, okay. Aber ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein. Okay, alles klar. Legen wir mal los. Ne? Fangen wir einfach mal vorne an. Ja. In welcher Zeit bist du geboren worden? Ich bin 1934 geboren, im Juli 1934. Also es war praktisch 5 Jahre vor dem Krieg. Okay, das heißt, du bist hier auf dem Land geboren? Ja, oder? In Schriesheim. Mhm. Ich bin eigentlich geboren, bin ich in München. Oh. Ja, ich bin praktisch unehelich gewesen. Nicht? Stimmt, das muss man dazu sagen, das war zur damaligen Zeit ja. Natürlich eine Katastrophe. Ja, also das war mein Opa ganz bestimmt nicht. Ja. Das war für die älteren Leute war das schlimm, wenn die junge Mädchen dann ein Kind gekriegt haben. Nicht? Und dann ist mein Vater, der war da mit uns Müller. Und dann ist der war von Österreich. Und dann bin ich mit meinem Vater und meiner Mutter also nach München und da bin ich auf die Welt gekommen. Das heißt, du bist dann mit deiner Mama und deinem Opa hier aufgewachsen? Ja, also meinem Opa und meine Tante und Onkel und so weiter. Nicht? Dein Onkel und deine Tante, die waren? Die sind alle in Schriesheim geblieben. Ach, die waren? Die alle, waren ja, in das Mühle. Ja, aber das war doch dann ja. Erstmal eine schöne Kindheit. Ja, genau, das kann man nichts sagen. Ich habe meinen Vater nicht vermisst. Durch meinen Onkel, der war praktisch wie ein Vater zu mir. Nicht? Ja. Und dann ist das eigentlich ganz gut gewesen. Das bedeutet, ihr seid dann in dieser Mühle? Ja, bin ich groß geworden. Nicht? Das war die Mühle. Mir war wirklich richtig eine große Mühle gewesen. Das muss schon nicht. Okay, und als du dann 4 warst, hat sich ja in der Welt so ein bisschen was verändert. Ja, also sagen wir mal, wie ich 5 war. Wie du 5 warst. Da ist meine Tante morgens gekommen, das denkt man noch heute, und hat gesagt, Bubele, jetzt haben wir Krieg. Und was verstehe ich als 5-Jähriger in der Krieg? Hat man nicht viel verstanden, nicht? Was hast du dir denn gedacht? Ja, dass man halt aufeinander schießt, so wie man halt erzählt hat, nicht? Aber so als Kind hat man sich da gar nicht so viel Gedanken gemacht. Damals. Ja. Und die nächsten 2 Jahre hat man bei uns noch nicht viel vom Krieg gemerkt. Bis 41, nicht? Habt ihr mitbekommen, was in der Welt passiert? Ja, ja, mein Opa hat den mein Opa ist an der Partei gewesen. Als Geschäftsmann muss man die Partei gehen, nicht? In die NSDAP? Ja, ja, war in der NSDAP, nicht? Hm. Und dann hat man so einen kleinen Volksempfänger gehabt. Und da sind dann halt die Nachrichten gekommen. Nicht? Was ist das? Die Nachrichten ja, über den Krieg. So ein Volksempfänger, das war dort mein Radio, das war so gerade so ein Kasten. Mhm. Mit dem Lautsprecher oben. Nicht? Und das
Ach, wie ein Radio? Das war ein Radio, nicht? Ach so, okay. Das war ein Volksempfänger, das früher Kase. Wo dann nur ein Sender lief. Ja, nur ein Sender, nicht? Okay. Ja. Das war dann natürlich ein Propaganda. Ja, ja, halt die Propaganda, nicht? Ja, ja. Und dein Opa, der war dort mit engagiert? Ja, mein Opa, alle Geschäftsleiten Schriese waren alle in der Partei. Ich habe in die Partei gemusst. Mhm. Wo man nicht in der Partei war, hat man keine Geschäfte machen können, nicht? Echt? Ja, ja, also war, da ist schon drauf geguckt worden. Ja, ein finanzieller Druck. Ja, ja, praktisch, ja, so war das, ja. Mhm. Und wie ging das zu Hause ab? Habt ihr auch über diesen beginnenden Krieg ja, gesprochen? Ja, gesprochen war natürlich, ja. Da ist von Mannheim ein Jude gekommen, also ein israelisches Mal ein Jude gekommen, nicht? Und der hat immer Stoff meiner Eltern verkauft, also meiner Mutter und meiner Tante, hat Bettbücher und solche Sachen. Solange mein Opa da war, durfte der nicht kommen. Ah ja, weil er in der Partei war. Mhm. Nicht? Und dann auf einmal ist der Mann nicht mehr gekommen. War sozusagen man so ab 41 dann mal nie mehr gesagt, was soll ich nicht der Mann? Ich habe immer gut von dem Geschenk gekriegt, wenn er gekommen ist. Und so, nicht? Wusstest du damals, was ein Jude ist? Das habe ich nicht so als Kind. So nicht mitgekriegt, richtig. Ich habe bloß gemerkt, auf einmal ist der Mann nicht mehr gekommen. Nicht? Und dann hat halt gesagt, ja, der darf halt nicht mehr kommen für dich. Da hat man sich als Kind halt gar keine Gedanken gemacht. Damals, du durftest einfach nicht mehr kommen. Ja, durfte nicht dann auch nicht mehr kommen. Nicht? Ja. Was wäre gewesen, wenn er gekommen wäre, wenn dein Opa da gewesen wäre? Ja, der hätte ihn wahrscheinlich fortgeschickt, das ist die Sache. Das bedeutet, das war so der einzige jüdische Mensch, ja, den du... Ja, und dann war noch einmal in Schriesheim. Das war in dem zwei Eltern waren, die sind aber fort schon früher und der Junge war noch da. Und der hat sich dann das Leben genommen. Das war, da war man vielleicht, da bin ich schon in die Schule gegangen. Und der war vielleicht so 2, 3 Jahre älter wie mir. Und dann, der hat noch bei seinem Großvater da gelebt. Und auf einmal hat es gesagt, der hat sich erschossen. Das war dann schlimm für uns Buben, nicht? Wie es gesagt hat, der hat sich erschossen. Habt ihr verstanden, warum er das gemacht hat? Ja, so ungefähr hat man es dann schon mitgekriegt, nicht? Okay. Weil die Eltern halt die Hütte waren, nicht? Wie sah Schule damals aus? Weil ich weiß, dass hier auch viele junge Menschen zuschauen, ja, die selber heute noch zur Schule gehen. Mittlerweile arbeitet man an Tablets. Ja, und nee, da war eine große Tafelkarte. So Tafeln und mit Kreide, nicht? Mhm. Und so Griffel hat man gesagt und man geschrieben, nicht? Wie viel Thema war dann der aufkommende Krieg? Ja, das war dann auf alle Fälle, wenn wir gekommen sind morgens in die Schule, Heil Hitler. Wenn man das nicht gesagt hat, wieder raus, wieder rein. Hat man immer jeden Morgen reingekommen, Heil Hitler sagen müssen. Jeden Morgen? Jeden Morgen, ja, ja. Jeder. Wusstest du als Kind, warum? Weil der Hitler halt da war, nicht? Weil das war halt unter dem Regierungschef praktisch, nicht? Und so war das. Wie war das Bild? Das würde mich nämlich interessieren, weil aus heutiger Sicht sind natürlich wir junge Menschen ganz oft, wir fragen uns, wie das so passieren konnte, dass auch alle da irgendwie das dann toleriert haben und mitgemacht haben. Ja. Aber das, ich glaube, es ist halt ein Grundverständnis, gerade für ein Kind, was sich da entwickelt von sich aus. Hast du das selber hinterfragt? Ja, eigentlich gar nicht so. Das war halt so. Und für uns war das so und für dich nicht. Ja. Da hat man gar nicht weiter darüber nachgedacht. Und dann sind dann die jungen Lehrer alle eingezogen worden. Dann sind die älteren Lehrer, die praktisch in Pension waren, die sind dann wieder geholt worden. Und da waren dann die nicht dabei. Da hat es auf die Finger gegeben. Aber wie? Im Stock? Echt? Aha, der war ganz schön zugeschlagen. Nur wenn man einen Fehler gemacht hat? Ja, Fehler gemacht hat. Oder Blödsinn gemacht, irgendwie im Schulhof, das war Pause draus. Und dann neu, und dann hat es gesagt, ja, was hat er da wieder draus gemacht? Nicht? Okay, irgendwie hast du es überlebt. Ja, aber hat gut wehgetan. Ja, das hat schon wehgetan, ja, ja. Du hast gerade gesagt, die jungen Lehrer waren dann plötzlich alle weg. Was ja, ist mit denen passiert? Ja, die sind dann in den Krieg gezogen worden, nicht? Okay, die mussten dann kämpfen. Ja, die mussten alle in die Kriege. Wie haben dir denn die Menschen in der Schule, die Lehrer, aber auch zu Hause, dein Opa, wie haben die dir das erklärt, dass da jetzt gerade Krieg passiert? Und was haben die gesagt, warum dort Krieg ist? Tja, warum, das hat man auch nicht so gewiss. Das war halt Krieg, für uns Kinder war das Krieg. Warum? Dass Deutschland Krise wäre, so auf die Art, nicht? Ah, das wurde schon gesagt? Ja, so, ja, ja. Und dann, wenn halt Fliegeralarm war, dann sind viele Flugblätter abgeschmissen worden. Und dann hat die, das hat geheißen, wenn man ein Flugblatt findet, sofort in der Schule abgegeben. Das durfte man lesen, die waren halt
Man hat gelesen, nicht, was da drauf gestanden hat und so weiter. Nicht. Was stand denn drauf? Ah ja, da war dann die Wahrheit gestanden. Man sagt mal, jetzt Kämpfe irgendwo waren, dann hat es immer krass, ja, die Deutsche habe gewonnen. Oder irgendwo da, ja. Da war dann drauf gestanden, wie es war. Dass das gar nicht so war, wie es in Wirklichkeit im Radio gesagt worden ist. Nicht. Und wer hat die abgeschmissen? Die Amerikaner oder die Engländer, die halt bombardiert haben. Nicht. Und die haben dann auf Englisch oder auf... Auf Deutsch, das war Deutsch. Alles Deutsch. Ja, sonst hätte man es nicht lesen können. Nicht. Stimmt. Okay. Und das aber geheißen, das darf nicht gelesen werden, wenn man in der Schule schon gesagt kriegt. Man muss es mitbringen, aber nicht lesen. Die wirklich nicht mehr sind zu tun. Was hast du dir gedacht, als du dann auf diesen Flugblättern plötzlich stehen hattest, dass die Deutschen an der Front verloren haben? Ja, oder? Ja, da hat man halt mit den Eltern manchmal drüber gesprochen, meiner Mutter oder so. Nicht. Naja, es ist halt so, da kann man nichts machen. Wie stand deine Mutter selbst so zum Krieg? Meine Mutter ist, also nicht, das werde ich auch nicht vergessen, das bin ich mit meiner Mutter von Schriesheim und Ruf im Fahrer, da haben wir geschoben. Nicht. Und da kommt eine Frau bei und die war in der Partei. Und hat zu meiner Mutter gesagt, Jula, es wird jetzt Zeit, dass du mal zu uns kommst, sonst ich gehe dich was unternehmen. Und zum Glück, dass mein Opa ja in der Partei war. Nicht. Aber wenn ich glaube, mein Opa nicht in der Partei gewesen wäre, die wäre ganz schön, dann hätte meine Mutter ganz schön was erleben können. Die hat ihr praktisch gedroht, wenn sie ja, nicht kommt? So, ja, das, ich habe als Kind halt Angst gehabt, nicht? Wenn meine Mutter, nee, dann hat mein Opa halt in der Partei gewesen, dann hätte ich halt nichts machen können, wahrscheinlich nicht. Aber deine Mutter wollte nicht? Nee, meine Mutter war gar nicht für die Hitler. 1941 hast du das erste Mal auch gemerkt, der Krieg, der in der Ferne bisher war, kommt jetzt auch nach Deutschland. Ja, wie hast du das gemerkt? Ja, das hat man durch ist halt dann bei uns in Israel da so Militärmanöver gemacht worden bei uns und so nicht. Da hat man schon immer gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Die Soldaten, die da rum sind bei uns nicht. Und da dann sind die Panther durchgefahren und so weiter nicht. Und echt, das hast du gemerkt? Ja, das hat man gesehen, nicht, dass da irgendwie so ein Manöver gemacht wird. Was hast du dir gedacht? Ist ach, das wurde uns das gefallen im Grunde genommen. Ja, ja. Stimmt, es hat auch was Spannendes. Ne? Ja, ja, genau, so war das. Ja. 42, so Ende 42, Anfang 30, dann ist es losgegangen mit dem Fliegeralarm. Okay, das bedeutet, fremde Flieger, ja. Flieger sind hier über die Region geflogen. Dann sind erst war Voralarm, da ist hier rein dreimal geblosen. Dann war Voralarm, dann durfte meine Schule fort. War Voralarm, weil da wusste ja nie, wo die Flieger hinfliegen. Die sind irgendwie in die Richtung uns gekommen. Nicht? Und manchmal sind sie drüber, manchmal sind sie dann in Mannheim bombardiert und so weiter. Was dann, macht man dann? Dann durfte man auch raus aus der Schule, und wenn man in der Schule war, durfte heim. Nicht? Und dann rennt man nach Hause? Dann rennt man nach Hause. Und dann später war dauernd Voralarm. Wenn sie in Frankfurt bombardiert war, es war bei uns schon Voralarm. Ja. Und dann hat es gesagt, nein, wir dürfen erst heim, wenn Vollalarm ist. Wenn aber Vollalarm war, dann hat es 4-5 Minuten gedauert, dann hat schon wieder die Flieger gebrummt. Oh, ja, das heißt, ihr hattet 4-5 Minuten? Ja, da waren die schon da. Das war dann du sprichst von Voralarm. Ja. Ich kenne nur den Probefeueralarm aus der Schule. Erklär mir mal bitte, wie fühlt sich das als Kind an, wenn es richtigen Alarm gibt, weil dort Flieger, Bomber auf dem Weg sind? Wenn nachts Voralarm war, in Schriesheim, wie Sirene, Voralarm, das war unheimlich. Ah, durch das Tal und so geschallt, nicht? Und dann sind die Flieger ins Ball gebrummt. Dann hat man schon die Flak in Mannheim schießen hören. Also haben sie dann die Flieger versucht runterzuschießen? Dann sind wieder abgeschossen worden, nicht? Wenn es zu tief war, wenn es zu hoch war, hat halt nicht gelangt, nicht? Ja. Wenn du das alles beobachten konntest, musste man sich nicht in Sicherheit bringen vor diesem... Ja, man ist in den Keller dann, nicht? Also wenn Flieger waren, sind wir im Keller. Wir sind auch mal raus aus dem Keller, haben wir geguckt, nicht? Und dann haben manchmal haben sie dann einen Christbaum, hat man früher gesagt, gestellt. Das war daghell, ist das so langsam vom Himmel runter, komisch, aber an einem Fallschirm oder wie? Wenn die einen getroffen haben? Nee, das war so, damit die sehe, ohne, damit die Landschaft sehe, die Flieger sehe, wo die Häuser sind. Ach, da haben die was angezündet? Ja, das war wie, was das war, was war auch nicht. Wir haben immer gesagt, ein Christbaum. Ich sage, das war dann daghell bei uns da unten, damit die Bomber sehe, wo sie die Bombe abschmeißen können. Nicht? Wie nah um dich herum sind diese Bomben eingeschlagen? Die sind gerade über uns weg und über das nächste Haus und nach uns nicht. Und dann sind sie gewiss, zwischen den gewiss und auch nicht neben dem Wald. Das hat im Wald ein riesengroßes Loch rausgeschlagen. Das nächste Mal sind die Splitter rumgelegen. Das ist ja, das ist wie im Film. Es gibt ja unfassbar viele Kriegsfilme, auch über den Zweiten Weltkrieg. Ja, ja. Und
das, was du so beschreibst, das ist halt die Realität. Also ja, du hast es, das war. Und dann hat mein Opa gesagt zu meiner Mutter, wir sollen mal nach Mannheim gehen, in die Metzgerei, ob wir ein bisschen Wurst kriegen. Mhm. Das ist meine Mutter nicht. Wir sind dann mit der Fahrrad nach Mannheim gefahren und sind dann mit die Mannheim waren, die ganze Brücke waren bombardiert. Über den Neckar ist gerudert worden. Dann sind wir über den Neckar niedergerudert. Dann sind wir durch Mannheim durchgelaufen, meine Mutter und ich. Das kann man sich nicht vorstellen. Alles kaputt gewesen. Ich sage, ja, das, da ist man dann so über die Schutthaufe drüber gelaufen und so und immer rauf und runter. Das war mal die Hauptstraße in Mannheim. So hat die ausgesehen. Alles zerbaut. Alles kaputt. Alles kaputt. Dann sind wir wieder zurück und dann sind wir wieder über den Neckar niedergerudert, wie wir halb über dem Neckar waren, voll Alarm. Und der hat dann gerudert, der Mann, dass man über. Und dann sind wir gesprungen und sind da gleich ein Stück weiter, war ein Bunker. Und dann sind wir da in den Bunker neu, bis der Fliegeralarm vorbei war. Du warst ja dann 6, 7 Jahre alt. Da war ich dann schon älter. Da warst du dann schon 8, ja, da war 9. Ich, da war, kann ich schon, das war dann 44, da war ich dann schon 10 Jahre alt. Nicht? Ja, stimmt. Ja. Und dann ist in Schriesheim, der Schule ist dann Militär, da ist das Militär eingquartiert worden. Dann haben wir in dem Nebenzimmer von der Wirtschaft, da haben wir dann Schule gehabt. Ach, eure Schule wurde dann? Die ist beschlagnahmt worden, ne? Da war dann Militär drin. Und da haben wir ja fast keine Schule mehr gehabt, da war dann immer Fliegeralarm. Da haben wir sie raus, dann sind wir heim. Bis wir daheim waren, war eine halbe Stunde rum, dann war eine Entwarnung, da hat sich gar nicht mehr rentiert, dass man in der Laufe. Ja, mit dem Lauf der Zeit ist der Krieg natürlich auch für die Gesellschaft immer anstrengender geworden. Ja, natürlich, ja. Sodass die Menschen, wenn du solche Bilder wie aus Mannheim beschreibst, ihr Kinder hattet sowieso keine Lust auf den Krieg, da gehe ich von aus. Aber auch die Menschen, die vielleicht in den Anfangsjahren noch dafür waren, haben sich irgendwann. Ja, da war keiner mehr dafür. Dann ist ja losgegangen, sind die Amerikaner dann gekommen, nicht? So langsam. Okay. Und dann sind sie nach Schriesheim, waren die Amerikaner dann in Schriesheim schon. Dann sind wir halt in den Keller nur noch. Und die Amerikaner werden jetzt langsam kommen. Und dann war mein Keller gesessen und sagt mein Opa, geh mal rauf und leg mal was aufs Feuer. Weil man ja immer keine Elektronik hatte, dass das Feuer nicht ausgeht. Und ich gehe rauf und gucke so im Gang, sagen wir so weit wie jetzt da hinten an die Wand, war ein Fenster, bin ich runter in den Keller gesagt, da unten sind schon da, das sind aber keine Deutsche. Dann hat mein Opa gesagt, das will ich ja sehen. Und geht die Treppe rauf, durch den Hausgang, geht nach Hause, immer schön schießen hören. Dann kommt mein Opa runter ins Blut und drunter gelaufen. Der ist durch den Hut, durch den Streifschuss durch den Hut durchgeschossen. Eieiei. Ja. Also wäre fast erschossen worden. Ah ja, weil der war erschossen, aber ein bisschen weiter rüber, wer hat das genau in den Kopf gekriegt. Und dann sind wir im Keller und nächstes und vor einmal fliegt die Keller der auf. Dann kommen jetzt zwei amerikanische Soldaten mit einer Maschine gewesen. Und da war aber bei uns, hat ein Ingenieur gewohnt mit seiner Frau, der hat bei uns ein Zimmer gehabt, die waren in Mannheim ausgepumpt und der hat ein bisschen Englisch gekonnt. Oh, ihr konntet sonst alle kein Englisch? Ja, aber wir konnten kein Englisch nicht. Und dann hat er mit denen da ein bisschen gesprochen und gesagt, dass nur Kinder und Frauen und zwei alte Männer im Keller sitzen. Nicht? Und nein, dann habe ich die Keller wieder zugemacht. Und den nächsten Morgen, dann habe ich die bei uns, die ganze Nacht war die Amerikaner in der Mühl drin. Dann habe ich sie halt morgens immer neues gekommen als Kinder. Dann habe ich sie, da war von Mannheim war ein Kaffeejäger, hat es geheißen. Und ein was? Ein Kaffee, und ich habe Jäger, Kaffeejäger war das in Mannheim. Ein Kaffeejäger. Ja, und die haben bei uns die ganze Sache von Mannheim, was es so halt noch hatte, immer einen großen Raum in der Mühle gehabt, da haben die Sachen neu gestellt. Und da hat immer mein Opa einen Schlüssel gehabt, den durfte niemand neu. Der hat immer gesagt, die hat immer gesagt, das ist in der Bibliothek. Da war dann Schnaps und halt was in den Kaffees noch war und Schokolade und so. Mhm. Die haben gar nicht, das ist natürlich aufgebrochen. Und die haben halt den Cognac und Schnaps und das Wasser, die haben das getrunken. Die haben sich genommen, was heute ist. Ja, haben alles genommen. Und dann, nächste Mal, wie wir dann, wie die Amerikaner sind, dann weiter. Und dann fällt ein Schuss vom Wald drüber, ist haben den Amerikaner erschossen. Und dann haben den Amerikaner, wir sind dann bei uns, da ist ausgegraben, die haben mit Decke zugedeckt und die haben da hingelegt. 3 Tage später haben sie dann geholt. Ne? Der war tot? Der war tot, ja. War das der erste tote Mensch, den du gesehen hast? Ja, kann man sagen. Also meine Oma, wie die gestorben ist und so. Ne? Aber also im Krieg war das halt der erste. Ne? Was hast du dir da gedacht, als du das gesehen hast? Was denkt man da? Ein armer Teufel gewesen, kann man nicht anders sagen. Walter, was würdest du denn sagen? So 1944,
Wart ihr froh, dass die Amerikaner gekommen sind? Oder hattet ihr Angst vor denen und hättet euch lieber gewünscht, dass die Deutschen euch verteidigen? Ja, das war halt so. Man hat nie gewusst, wie die Amerikaner sind. Und halt gerade drüber bei den Russen war es anders. Die haben halt mehr Leute erschossen. Nicht? Meine Frau, die hat eine andere Sache. Meine Frau, die ist von Pommern gekommen. Die hat andere Sachen bei den Russen erlebt. Nicht? Das glaube ich. Ja. Wie mir. Die Amerikaner im Großen und Ganzen waren die Amerikaner friedlich. Also konnte man nichts sagen. Nicht? Ab dem Punkt, wo die hier waren, war der Krieg dann für euch erstmal vorüber? Ja, war alles vorbei für uns. Also die sind ja dann weitergesagt. Der Krieg war nicht rum. Ja. Das hat noch 2 Monate gedauert. Nicht? Aber für uns war dann, aber das war dann halt auch eine schlechte Zeit. Es hat auch nichts zu essen, nichts gewinnen. Ja. War nichts. Also Hunger hast du in dieser Zeit auch kennengelernt? Ja, also mehr durch das, dass wir Hühner gehabt haben und so ein bisschen. Und das ist bei uns, also wir können das sagen, wir haben uns immer noch ein bisschen über. Aber die Mann, die Leute von Mannheim und so, die Arme, die haben gar nichts gehabt. Hm. Die sind dann später, sind die Leute gekommen von Mannheim, wenn sie noch ein bisschen was gehabt haben, sind sie zu den Bauern, ein bisschen Schmuck oder so, ein paar Kartoffeln, haben sie einen Schmuck oder eine Sache gegeben, nicht? So, dass sie ein paar Kartoffeln kriegt haben. Ach so, im Tausch. Tausch, ja. Oh ja. Ja, verstehe ich. Geld hat ja gar nichts gewählt. Das Geld war ja nichts mehr wert in der Zeit. Nicht? Echt? Das Geld war nichts mehr wert. Was war das Geld? Was hat man machen können? Man hat nichts kaufen können. Es war nichts da. Wahnsinn. Oh ja. Ja, da verändert sich das plötzlich. Heutzutage streiten sich Leute, wenn sie auf der Straße gleichzeitig einen 50-Euro-Schein finden, dann können die sich auch richtig auf... Was kann? Ah ja, da hat man mal 1.000 Euro gefunden, hat man nichts. Was hat man kaufen? Das war nichts da. Du musst es tauschen. Ah ja, na, zum Tauschen war was. Wahnsinn. Der Zweite Weltkrieg ist durch die Hand von Adolf Hitler entstanden. Ja. Wie präsent war Hitler in deiner Kindheit? Ach Gott, das war eigentlich ein guter Mann für uns gewesen. Man hat ja nicht gewusst, was alles kommt, nicht? Mhm. Also was. Und da war mal... Und kreist der Hitler fährt in Schriesheim unten durch. Da war ja keine Autobahn, nicht? Da war ja die B3 nur. Nicht? Und da hat mein Onkel gesagt, ah, da gehen wir auch mal nach mir gucken. Mal. Dann sind wir nur noch, waren schon ein Haufen Menschen unten gestanden. Dann hat mich mein Onkel auf die Schulter genommen. Nicht? Und dann hat man gesehen, wie der Hitler unten vorbeigefahren ist. Und gewunken hat da. Nicht? Dann hat man so von Weitem, ja Gott, das waren dann vielleicht 60, 70 Meter weg, hat man den Hitler halt so ein bisschen gesehen. Aber das war dann, wo ich ihn dann auch mal gesehen habe. Ne? Okay, wie war die Stimmung als Hitler? Das waren ein Haufen Menschen, die gejubelt waren, die Zeit noch. Fahne geschwenkt waren, die Hakenkreuzfahne. Mit der Hitler fährt durch Schriesheim. Lieber Gott, das war eine Sensation. Nicht? Das war dann halt noch Anfang, das war dann schon, sagen wir so, 40 vielleicht oder neu, wo der Krieg gerade angefangen hat. So, nicht? Da war, bei uns hat man vom Krieg noch gar nichts gespürt, überhaupt nichts. Nicht? Das heißt, Adolf Hitler war zu dem Zeitpunkt einfach ein Volksheld. Ja, und was für einer, nicht? Ja. Es war auch weil dabei, die war nicht so begeistert. Das durfte bloß niemand wissen. Nicht? Wer war nicht begeistert? Ich sage, es waren Menschen, die dabei waren, die nicht begeistert waren vom Hitler. Mhm. Bloß, waren die, das durfte ja niemand wissen, nicht? Mhm. Sonst wären sie gleich gesperrt worden. Hat sich mit der Zeit über den Krieg hinweg das verändert, wie die Menschen über ihn gesprochen haben? Wie dann das losgegangen ist, wie eben die Juden dann vertrieben hat praktisch, und das waren ja viele Geschäftsleute und so, nicht? Und Schriesheim waren ja auch viele, nicht? Wo jüdisch waren. Und dann ist es schon anders, dann ist es schon anders geworden, nicht? Da waren nicht viele mit einverstanden mit der Sache, was er mit den Juden gemacht hat, nicht? Also wusstest du als Kind auch schon, was mit den Juden da passiert? Nee, was passiert, das hat man nie erfahren. Das haben wir nie, mit dem Konzentrationslager, das haben wir nie erfahren. Das haben wir praktisch erst nach dem Krieg erfahren. Nach dem Krieg? Ja, gut, viele, wenn es gewusst haben. Aber mehr Buben, mehr wird doch nie was, also mehr wird doch nichts davon erfahren. Ja, als Kind ist das verständlich. Ja, ja. Aber glaubst du, dass die Erwachsenen wussten? Ja, es waren bestimmt dabei, wo gewusst haben, bestimmt, ja, ja. Aus welchem Grund, glaubst du, sind die Menschen damals nicht auf die Straße gegangen? Tja, die haben Angst gehabt. Hat jeder Angst gehabt. Man hat nicht viel sagen dürfen, geht Hitler mal gar nichts. Nicht? Also jeder hat Angst gehabt. Wie ist denn der Vergleich zu heute? Weil du hast die Zeit damals erlebt, du hast auch gerade diese Angst genannt. Ja. Heute gibt es Menschen, die, wenn sie anderer politischer Meinung sind, gerne Vergleiche aus dieser Zeit herbeiziehen und sagen, das ist doch wie in der Nazi-Zeit. Das war auch noch eine Zeit, liebe Zeit, die denkt sich manche umgucken. Also das war eine strenge Zeit.
Wenn sie heute die Politik was sagen, das ist ja kein Mensch, was da geht. Was meinst du, wenn die anderen, was der Hitler gesagt hat oder so? Den nächsten Tag war er fort. Was wäre denn, also es geht ja auch um Demonstrationen. Ja. Du musst ja, um Menschen zusammenzubringen, die anderer Meinung sind, braucht es ja Bewegungen. Du musst dich in der Gruppe zusammenfinden und auch demonstrieren können. Ja. Das darf man heute. Wie war das damals? Das dürfte man nicht. Vierte Hitler ja, dem steht drin, aber geht der Hitler nie. Geht die Regierung, darf nichts gesagt haben, gar nichts. Also wenn einer was gesagt hat, das, dann muss man aufpassen, ein bisschen schwerer Weg. Wie ist das für dich, Walter, wenn heute junge Menschen sagen, dass sie sich fühlen, als würden sie in der Nazi-Zeit leben? Nee, um Gottes Willen. Heute darf doch jeder was sagen, was er will, im Grunde genommen nicht. Und die Zeit, das war eine andere Zeit. Kein Mensch hat sich aufgeregt. Oje, oje. Der wäre gleich weg gewesen. Im Gefängnis oder tot? Ja, Gefängnis, da war was, wo wir hingekommen, vielleicht ins Konzentrationslager oder was. Ja. Das weiß man nicht, wo nicht. Es gab doch damals auch die Hitlerjugend, oder? Ja, da hätte ich beinahe dazu gemisst. Wenn die Amerikaner noch, sagen wir mal, ein halbes Jahr später gekommen wären, wäre ich bei der Hitlerjugend gewesen. Mhm. Ich hätte mir schon die Uniformen, die haben wir schon alles gehabt. Aber durch das, dass gerade dann die schlimmste Zeit war, nicht, ist das dann weggefallen. Aber da waren viele von uns Jungen, die in der Hitlerjugend waren, also jüngere, ältere wie ich. Nicht? Ja. Und dann waren viele Junge, die als Soldaten eingezogen waren, die waren vielleicht 17, 18 Jahre, wenn die dann in Urlaub gekommen sind, dann sind die zu uns in die Schule gekommen und haben dann da uns Vorträge halten müssen. Nicht? Was haben die erzählt? Ja, wird gekämpft werden und wird das alte Deutschland vorwärts gehen und so weiter. Nicht? Du hast schon eine Uniform gehabt für die Hitlerjugend? Ja. Ist das etwas gewesen, worauf man sich gefreut ja, hat? Ja, sicher, als Nummer Uniform anziehen. Nicht? Hm. Das war schon was. Man hat alles schön angezogen, das war schon klar. Nicht? Aber mit dem Einzug der Amerikaner? Da hat sich das alles erledigt. Also wenn die Amerikaner ein halbes Jahr später kommen werden, dann wäre ich schon bei der Hitler richtig dabei gewesen. Ja. Aber so war es gerade davor. Nicht? Man ist ja mit 10 Jahren ist man dazugekommen. Wie dann die Amerikaner gekommen sind, da war ich dann ja schon 11, nicht? Ja. Ich weiß aus meinem Geschichtsunterricht, dass euch in der Schulzeit auch sehr viel Propaganda mitgegeben wurde. Natürlich, ja, sicher, das war ja. Was haben die euch in der Schule erzählt das über das jüdische Leben, über den Krieg und ja, all diese Dinge? Also praktisch, die Juden sind über die Juden geschimpft worden. Geschimpft worden, ja, die Juden, nicht? Und Die haben das Deutsche Reich kaputt gemacht und so weiter. Nicht? Und so, aber wo die Juden damals hingekommen sind, das wussten wir nicht. Die sind halt fort gewesen. Aber man denkt, die sind vielleicht ins Ausland verschickt worden oder so. Nicht? Aber dass sie dann viele ins Konzentrationslager gekommen sind, das haben wir gar nicht gewusst. Als Kinder haben wir das nicht gewusst. Glaubt man denn als Kind, wenn einem gesagt wird, dass die Juden schlecht sind? Ja, das hat man sich gedacht, waren halt schlecht, wenn man das gesagt gekriegt hat. Waren halt schlechte Menschen, wenn man so gesagt kriegt hat. Nicht? Dabei waren das, ich sage wie der Mann, der immer zu uns gekommen ist mit einer Wäsche und so. Das war so in der Mann, nicht? Ja. Oder? Und, viel haben wir uns halt auch nicht dabei gedacht. Dann, nicht? Ja, weil das ich finde das immer so gefährlich, weil du kommst als Kind niemals auf die Welt und hast etwas gegen eine Gruppe. Ja. So kommst du nicht auf die Welt. Das macht, wenn dann die Umwelt ja, mit die dir. Ja, die Umwelt, die Propaganda und so weiter. Ne? Genau, und du hast diesen jüdischen Mann, diesen Händler, den hast du kennengelernt und mochtest ihn super gern. Ja. Und dann lernst du ein paar Jahre später in der Schule, dass genau diese Menschen allesamt böse sein sollen. Es ist halt auch gerettet worden, sie wäre böse. Nicht? Aber was wir uns gedacht haben, das hat ja keiner gewusst. Ich habe mir auch nicht gedacht, dass es schlechte Menschen sind. Nicht? Hm. Aber es ist halt auch gerettet worden und so. Nicht? Und wie dann die Amerikaner da waren, dann wir wieder später Schule gehabt haben, und wir sind dann in die Schule gekommen, Heil Hitler. Wir waren das so gewöhnt. So, dann haben wir Hieb gekriegt. Das heißt, guten Morgen, Herr Lehrer. So, und ach. Ah ja, wir waren das so Heil Hitler, nicht? Wir waren erst einmal in die Schule gegangen sind, wie die Amerikaner dann da waren. Vielleicht dann so 3-2 Monate später ist dann die Schule langsam wieder losgegangen. Nicht? Da ist man gleich gekommen, Heil Hitler. Da war das so, weil das so eingeimpft war bei uns. Nicht? Wahnsinn. Wo hat man überall Heil Hitler gesagt? Also, wenn man sich getroffen hat, alte gute Frau, Heil Hitler. Oder wenn man durchs Dorf gegangen ist, nicht? Und sie haben vorbeigegangen, Heil Hitler. Und wenn wir in die Schule gekommen sind, war eins, Heil Hitler. Wenn man vergessen, raus, wieder rein, Heil Hitler. So war das.
Also statt Hallo hat man ein Heil Hitler gesagt. Das ist so verrückt. Ja. Unvorstellbar. Ja. Es liegt zum Glück alles in der Vergangenheit. Deshalb kann man das jetzt heute ein bisschen lockerer erzählen. Aber hinter diesem Gruß steht natürlich was unfassbar Schreckliches. Ja, ja, natürlich, ja. So ist es, ja. Und es war aber ganz normal. War ganz normal. Ich stelle mir, wenn ich über den Krieg und gerade auch die Nachkriegszeit nachdenke, oft die Frage, es gab viele Menschen, die unter dem Krieg gelitten haben und trotzdem gab es Menschen wie dein Opa, die in der Partei organisiert waren. Ja. Und das waren deutschlandweit Hunderttausende. Ja, ja. Hier, du hast von der Nachbarin erzählt, die ganz stark in der Partei engagiert war. Und diese Menschen, die waren ja dann nicht einfach weg. Diese Menschen, die die Jahre zuvor alles getan haben, um Juden zu vertreiben und den Krieg zu unterstützen. Diese Menschen waren nach wie vor da in einem besetzten Deutschland. Ja, und viele haben sich dann auch umgebracht. Nicht? Mhm. Und dann sind halt die eingesperrt worden. Entnazifizierung wurde es dann quasi. Was ist mit deinem Opa passiert? Mein Opa ist nichts passiert. Er war ein alter Mann. Nicht? Eigentlich gut, aber die sind dann auch vorgeladen worden in Schriesheim und so, sind dann verheert worden. Aber Opa ist eigentlich nichts passiert. Wie hat der darüber gedacht, dass dann die Amerikaner hier waren? So hat er nie drüber gesprochen. Mein Opa hat da nicht drüber gesprochen. Für den war das halt schlimm, dass der Krieg verloren gegangen ist, nicht? Und so weiter. Aber schon hat er dafür nicht drüber gesprochen. Okay. Mein Onkel ist ja gefallen dann im Krieg, nicht? Der kam nicht zurück? Nee, der kam nicht zurück. Nee, das war wie mein Vater, mein Onkel. Nicht? Der ist dann, weil der ist dann in Russland gefallen und ist dann nach Frankfurt an der Oder ins Lazarett gekommen und ist dann gestorben. Nicht? Ja. Walter, wie denkst du heute über Dinge wie so einen Weltkrieg? Also das, ich kenne es niemand. Das soll ja nicht. Ist schon bald soweit. Ich habe in der Zeitung heute gelesen. An der Ukraine machen die Russen ein großes Manöver. Mhm. Ja, also ich wünsche keinem, ich wünsche wirklich keinem, dass sowas noch mal erlebt wird. Wird das vielleicht noch schlimmer wäre, wie der andere war, nicht? Ganz bestimmt. Ja. Also glaubst du, das wäre das Schlimmste, was der Welt passieren könnte? Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wirklich. Und man so ein Ding mitgemacht hat, so wie ich als Bube, nicht? Also, nee, das kann man niemandem wünschen, wirklich nicht. Das ist wirklich schlimme Zeit, ja. Ja, und dann sind die Flüchtlinge gekommen von Ungarn. Ungarn sind dann viele Flüchtlinge. In Altenbach sind viele Flüchtlinge eingeladen worden. Und da waren immer so 5, 6 kleine Buben. Und die sind dann immer jeden Tag fortmarschiert, betteln bei den Leuten. Bei uns haben sie immer ein Stück Brot gekriegt, wenn sie gekommen sind. Dann war es so, dass immer im LKW haben wir uns Mehl nach Ladeburg gefahren. Und dann waren die Kinder auch da in Ladeburg. Und da war so ein Kleiner und der hat 2 Eier geschenkt gekriegt. Ach Gott, hat der Bus sich gefahren, der war das Lastauto hinten drauf. Und der fährt auch mit dem Lastauto und der fällt um und fällt mit der macht seine Eier kaputt. Ach Gott, was hat das Bubele gekreint? Oh. Der hat gekreint bis auf die Straße. Nicht mehr wie hin, ich hatte nicht mehr 2 Eier gegeben. Habt ihr noch 2 gehabt? Da hat er sich wieder gefreut. Aber so das Kind gekreint, der war so stolz auf seine 2 Eier. Ja. Weil die sind dann drum gebettelt bei den Bauern, so. Ja, das ist ja etwas, was sich heute irgendwo wiederholt. Flüchtlinge gab es damals auch, gibt es heute wieder. Genau. Heute kommen sie aus anderen Regionen, aber in dieser Zeit, in dieser Nachkriegszeit oder auch in der Kriegszeit schon, gab es da auch Flüchtlinge? Also während des Krieges, also ja, gut, die geflogen sind, also Deutsche, von den Städten raus, von Berlin oder so, nicht, auf die Länder dann, auf das Land geflogen sind. Das hat es dann gegeben. Und dann später, und meine Frau, die hat ja in Pommern gewohnt, also in Pommern. Und da sind ja dann die Russen gekommen. Und dann sind die auf die Flucht. 4 Monate lang sind sie von den Russen eingeholt worden. Dann wieder von den Deutschen gekommen. Die waren immer in der Front dazwischen drin. Und meine Frau hat erzählt, dann waren sie wieder auf dem Bauernhof. Und dann sind die Russen wieder gekommen. Und dann haben sie alle rausgemisst. Raus in den Hof, die wurden im Bauernhof gefahren. Dann war ein Mann dabei mit einem kleinen Kind. Das Kind ist abgekommen, hat den Mann vor dem Kind erschossen. Die Russen. Alle Männer sind erschossen worden. Alles für die Kinder. Also meine Frau hat schon allerhand mitgemacht. Wahnsinn. Walter, du hast mir jetzt heute schon einiges erzählt, wie du den Krieg als Kind erlebt hast und auch wie die Amerikaner dann da waren. Ja. Und dann hat es noch einige Monate gedauert,
bis der Krieg verloren war. Ja, ja. Wie war das für dich? Weißt du noch, wie du mitbekommen hast, dass der Krieg vorbei ist? Also das war ein großes Hallo. Du bist gerade, der Krieg ist aus. Das war natürlich für alle eine große Erlösung. Ne? Das kann man sich schon vorstellen. Wie erfährt man das denn? Das ist dann durch Nachrichten. Nicht? Die Amerikaner waren ja da, da hat man sich dann Radio und Marschen gerade. Nicht? Und das war dann ein großes Hallo, wie der Krieg aus war. Ach, das war eine Freude. Das war dann Ostern, war der Krieg aus dann. Nicht? Okay, das heißt, die Menschen haben sich... Ach, das war... Jeder hat sich gefreut. Okay. Vielleicht ein paar dabei gewesen, ein paar Nationalsozialisten, die sich nicht so gefreut haben. Nicht? Aber wir haben uns ja furchtbar gefreut. Also ihr als Landbevölkerung, ihr also war wirklich, die Freude war groß. Kann man nicht anders sagen. Ich meine, eine richtige Partystimmung kann man natürlich nicht machen. Nee, das war auch noch, so ist ja alles erst langsam losgegangen, mit dem, dass sich das erst langsam wieder aufgebaut hat. Ja. Mit den Städten und allem. Nicht? Das war ja nicht gerade so, dass man nicht, da kriege ich es aus und es ist alles gut. Nicht? So war das auch nicht. Und dann, haben wir in der Schule hat's Schulspeisung gegeben für uns Kinder. Das war früher mal eine Wäschküche in der Schule, die dann ausgebaut worden für eine Küche. Mhm. Und da hat dann eine Frau von Schriesheim, drei Frauen, die hat dann die Sache von den Amerikanern gekriegt. Und dann ist gekocht worden für uns Kinder, nicht in der Schule. Und weil ich immer die unerernährt waren, ich war dabei bei den Unernährten, die haben dann die Speisekarte gekriegt. Aber durch das, dass man die Mehlkarte habe ich ein bisschen doch besser zu essen gehabt, habe ich meine Speisekarte am Kind gegeben. Der war mit seiner Mutter bei meinem Schulmacher oben drin gewohnt. Die waren von Berlin geflohen. Und dem habe ich dann meine Speisekarte gegeben, dass er essen durfte. Und dann aber sagen wir so, ein Vierteljahr später hat es gesagt, jetzt kriegen wir alle. Ja. Und dann, das war immer, das hat es dann manchmal Kakao mit so einer Dampfnudel gegeben oder Suppe, nicht? Walter, weißt du, ich finde das super spannend, das von dir zu hören und ich versuche mir das vorzustellen. Ich bin mir sicher, dass alle Menschen, die hier in diesem Video dir zuhören, auch wie gebannt deiner Geschichte folgen. Meine Generation, wir haben halt nie Krieg erlebt. Ja, ja. Und auch meine Elterngeneration haben bis auf die Wende und das getrennte Deutschland keinen Krieg oder keine Rivalitäten irgendwo erlebt. Ja. Das, was du gesehen hast, das prägt einen Menschen, glaube ich, fürs Leben. Ja, das vergisst man nicht. Das vergisst man niemals. Ja. Und deshalb kannst du diese Freiheit und den Frieden, den wir hier haben, glaube ich, auf eine ganz andere Art und Weise wertschätzen. Ja, wie das kann man. Ja. Als wir das jemals können werden. Seid froh, dass es uns so gut geht. Also wenn man sich die Kriegsjahre überlegt, was die Menschen mitgemacht haben und heute, also manche schöne Jahre und alles, nicht? Aber trotzdem, man hat alles satt zu essen. Das kenne ich auch von meinen Großeltern. Ja. Wir sind doch alle satt. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, das Wichtigste. Ja. Und dass man in Frieden leben kann. Nicht? Walter, jetzt habe ich heute schon super viel von dir gehört. Und mich interessiert jetzt aber abschließend noch brennend, was du gerne meiner Generation mitgeben würdest. Also alle Fälle, die ich der Generation mitgebe, dass sie zufrieden sind und dass sie in Ruhe und Frieden leben dürfen. Und dass sie das nie mehr erleben, so im Krieg. Dass es wirklich in Frieden leben können und sollen zufrieden sein, wie es ihnen geht. Dann, ob es ihnen mal im Krieg besser geht, das glaube ich nicht. Und darum soll jeder Mensch zufrieden sein, so wie es ist. Und so soll es auch bleiben. Ja, so. Ja, ich glaube, wir können sehr froh sein über die Demokratie. Über den Frieden, dass man so in Frieden leben dürfe. Nicht? Das, ganz genau. Ja, das ist wirklich wahr, ja. Und viele verstehen das nicht. Die denen sich wundern, wenn sie so Sachen erleben, denen, wie ich erlebt habe. Naja, man hofft, dass alles im Frieden bleibt. Ja, die Daumen sind ganz fest gedrückt. Und ich denke, wir haben heute mal einen kleinen Einblick da rein bekommen, wie das ist, im Krieg aufzuwachsen, wie das auch ist, in einer Diktatur zu leben. Ja. Und ich hoffe, dass allen da draußen nochmal bewusst geworden ist, wie groß der Segen ist, den wir hier gerade auch in Deutschland erleben. Das ist nicht gratis, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir müssen dafür auch was tun, wir müssen das auch gemeinsam schützen und verteidigen. Gerade wenn ich das höre von dir, dann wird mir das nochmal bewusster. Und ich bedanke mich wirklich von Herzen bei dir, dass du dieses Interview heute gegeben hast. Ich finde, du hast das großartig gemacht. Du weißt, dass hier junge Menschen zugucken, aber alle, die bis hier dran geblieben sind,
Nee, sie soll wirklich zufrieden sein. Und dass sie das nicht erleben, was wir und unsere Generation hat erleben müssen. Ja, das ist, denke ich, klar geworden. Ja. Also klarer wird es, glaube ich, nicht. Wer es jetzt nicht verstanden hat, weiß er, dem können wir auch nicht mehr helfen. Aber das war es auf jeden Fall mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank, dass wir heute bei dir hier zu Gast sein durften. Nichts zu danken, ist kein Geschehen. Ja, nee, fand ich sehr schön. Und ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt die sehr gerne mal in die Kommentare. Weil Walter und ich, wir verstehen uns ganz gut. Vielleicht muss ich irgendwann mal wieder vorbeikommen. Wenn ich noch lebe, ist das. Ja, aber das hoffe ich doch, mein Lieber. Also die Zuschauer haben ordentlich Fragen jetzt in die Kommentare zu schreiben. Und die musst du ja noch irgendwann beantworten. Ah, ja. Also da führt ja kein Weg dran vorbei. Solange musst du es auf jeden Fall noch machen. Freunde, das war's dann jetzt mit dem Video. Hier sind noch andere Videos eingeblendet. Schaut euch was davon an, wenn ihr wollt. Und wir dürfen jetzt noch winken zur Verabschiedung. Macht's gut, Freunde. Dankeschön. Walter, das hast du sehr gut gemacht. Alles gut. Und dass ihr zufrieden seid, die Hauptsache. Ah, wir sind super zufrieden. Alles gut. Also das war echt gut.